Boulevard, sondern eine Siegerehrung für die Stute mit dem Champion, mit Michael Nimczyk. Besitzerin ist Karin Walter-Mommer, Trainer Wolfgang Nimczyk. Und auch der Züchter sei natürlich immer erwähnt, Ignaz Bramlage in diesem Fall. Herzlichen Glückwunsch dem gesamten Team. Definitiv. Und hier gab es gerade schon einen kleinen Applaus. Ich finde, das können wir nochmal steigern, denn der Mann hat uns ein tolles Ende gezeigt. Sunset Boulevard und Michael Nimczyk, die Sieger hier in Gelsenkirchen beim Mittleren Tag in Rennen Nummer 3. Also die Spannung geht ja gar nicht. Nicht, dass es sich erschrecken ist. Die Ehre auch ein Unentschieden übrigens im Trabrennsport. Also wenn das jetzt genau gleich gewesen wäre, da gibt es zwar einen relativ schwierigen Begriff, das heißt ein Todesrennen, ist aber keiner gestorben, das wäre aber die Bezeichnung für ein Unentschieden. Was hat denn der Fahrer gedacht, als er über die Ziellinie gefahren ist? Gewonnen, verloren oder unentschieden? Vielleicht nur gewonnen, aber ich habe sie sicherlich gewonnen. Okay, ist das dann das Selbstvertrauen einer Nummer 1 oder tatsächlich das Wissen, dass das 2-3 Zentimeter waren? Ja, sie ist zwar nicht so groß, aber sie hat ein riesengroßes Herz und das hat sie heute auch wieder gezeigt. Ja, man muss ja wirklich sagen, entscheidend ist ja, wo die Nase am höchsten des Pferdes sind. Da ist eben genau der Zielstrich. Das heißt, wenn man da eine lange Nase macht, kann im Rennsport schon mal nicht entscheidend sein. Ja, so ist es. Sie ist zwar klein, aber sie macht den Kopf lang und woher das aussteigt. Genau, der Fahrer hat gut lacht. Drei Erfolge bislang, also ein zweiter Platz, aber das war ja auch recht eng. Solche Siege wie gerade eben, ist das so das Salz in der Suppe, wo man merkt, man muss kämpfen und am Ende ist es nicht so eine deutliche Sache wie beim ersten Mal, sondern es ist ein wirklicher Sport-Erfolg gewesen mit aller Dramatik. Genau so ist es. Genau. Und auch gerade, wie du sagst, der zweite Platz, ich will mich erwartet wieder nicht. Aber ich bin beim ersten Schritt 14 gefahren, das ist eben für Zeit für den Burschen hier. Da war ich überhaupt nicht zufrieden mit der Zeit, aber 10. Also für mich ist immer wichtig, dass die Pferde alles lernen und gut aus dem Rennen kommen. Und das machen die ja meistens. Den lass dich gleich mal ganz kurz übersetzen, wenn du sagst, eine 10er Zeit, eine 14er Zeit, du fährst mit Stoppuhr auf, gib das mal kurz in KMH. Wie schnell ist ein PS auf dieser Rennbahn? Und wie schnell ist ein PS? Also die Rennen sind schon so, ja, was man sagen, 50er Tempo hat man schon stellenweise drauf, 50er km. Das ist schon schnell genug, glaube ich. Die letzte Frage, steht neben mir der Sieger auch das Bildpokal? Ich hätte nichts dagegen, aber so, aber es ist unheimlich toll, wir sind zusammen spannend, also zusammen, ich glaube, das wäre mit dem besten Rennen verlaufen. Das ist meistens so Sport. Und der Mann hat recht, der hat zweimal gewonnen und der darf gerne nochmal genießen, wie laut, auch mit dem besten Patriotismus, die Fans hier in Deutschland. Hier ist Michael Nimczyk, Deutschlands Nummer 1. Zweiter Tag bei Rolf Wien. So, wenn er auf die Ehrenfahrt geht. Er trägt nicht umsonst den deutschen Goldhelm. Und so flippen wir hoffentlich jetzt kollektiv aus, wenn ich sage, hier ist Michael Nimczyk. Und noch eine kurze Randnotiz. Ich habe letztens gesehen, der Stall Nimczyk hat in Schweden eine Siegquote von 44%. Das ist unfassbar. Ja, heute ist er hier bei 75%, muss man sagen, bei 4 Rennen. 3 gewonnen, das ist schon großartig. Glückwünsche gibt es auf dem Pokal auch. Dankeschön nochmal an das Drive im Autokino in Essen. Ich freue mich immer wieder, wenn wir unseren tollen Partner hier im Winner Circle begrüßen dürfen. Denn das Autokino ist, finde ich, für mich auch so ein bisschen Kulturgeschichte und gerade in Corona-Zeiten ja auch höchst beliebt gewesen und auch für die Zukunft. Michael, bevor der Pokal übergeben wird und natürlich auch die Blumen, so viel Zeit muss sein, werden einige Besucher festgestellt haben, Moment, der sah doch eben noch ganz anders aus. Der hatte doch so ordentliches Dress an. Jetzt ist er Helene Fischer-artig oder Michelle-artig auf einmal in einem anderen Outfit unterwegs. Hat das modische Gründe? Modische hat Besitzergründe. Das war der Pass und die Besitzerfarben. Habt ihr die Statistik? Wann ja, das heißt wirklich, 3000 das ist ja nicht unser Schätzchen. Du fährst mit dem Pferd zurück, ja, schmeißt dich eigentlich direkt in ein neues Outfit, wenn es denn nötig ist. Gleich wirst du dich wieder umziehen und dann geht es direkt in das nächste Pferd, oder? Also groß feiern ist nicht angesagt. Nee, jetzt zwischen den Rennen sowieso nicht. Da konzentriert man sich, wenn man die Pferde ausreitet auf das nächste Pferd und rückelt sie mal rein. Aber so ein bisschen genießen kann man schon, weil dieser Renntag läuft doch eigentlich. Ein Besucher hat eben gesagt, der gewinnt ja nur. Ist das wirklich der Beste oder ist er einfach der mit den besten Pferden? Was ist die Antwort?
Beides. Ich würde mal sagen, die Pferde sind sehr gut und wir sind gut vorbereitet und dann kann man auch gut fahren. Letzte Frage, wie viele Siege sind es insgesamt? Das sind ja schon einige tausend. Fast. Ich sag mal ungefähr 2.500. 2.500 Rennen hat dieser Mann schon gewonnen. Allein deshalb gibt es schon mal einen Sonnenapplaus. Und bevor das noch weitere Helden haben, von Michael Nemtschik, heute hier in Gelsenkirchen, gesagt, der Mann, der alles bestimmt. So, den Pokal geht er schnell nochmal wieder weg, weil er muss die Hände frei haben, denn volle Konzentration logischerweise auf das Pferd und dann auch auf die Siegerfahrt. Denn jeder Champion, jeder Sieger kommt.